So, willkommen zu meinem Vitrinen-Update. Endlich mal wieder. Ich habe ein bisschen umgestellt. Wie ihr sehen könnt, ich keine Raketen mehr drin. Die habe ich jetzt irgendwo anders gelagert. Ja, es sind praktisch nur Böller überwiegend in der Vitrine. Und ja, schauen wir so uns noch mal an. So, fangen wir hier oben an. Da haben wir noch ein paar Klasse 1 Raketen, Just for Fun, zwei Sets von Weco. So, und dann haben wir hier verschiedene Radkopfböller. Gehen wir einfach mal von links nach rechts. Da haben wir mal hier so einen einzelnen Nico Pirat. Hier und Nico Rowdy, der Kleine hier. Na, der liebe Fokus. So, dann gehen wir, klappern jetzt erst die einzelnen ab. Dann haben wir hier einen Nico Spezialpetarde, Komet Thundercracker A und Nico Böller Kaliber A. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Vom Licht her. So, dann haben wir Harzer V-Knaller, eine Packung Powercracker, Silberhütte. Hier hinten haben wir zwei Pirat. Hier haben wir drei Packungen Silberknaller, Silberhütte-Logo. Hier haben wir auch noch Silberknaller in einer anderen Ausführung. Dann haben wir hier Original Sachsenknaller, Sachsenfeuerwerk. Dann einmal Original Harzer Knaller, Nico Feuerwerk und Original Harzer Knaller aus Silberhütte. Dann geht's weiter. Harzer Teufelsknaller, eine Packung. Weco Böller A, Munk Nico, Pirat, Weco, Karacho. Jeweils eine rote und eine gelbe Schachtel. Und hier ein Zweierset Pirat mit Harzer Knaller. Dann haben wir noch DP-Fuck Teufelschlag. Ja, und jetzt gehen wir mal eine Etage tiefer. Da haben wir verschiedene Böller. Kevins Pyrocracker, Dragon Banger, Pyrocracker. Hol ich mal raus hier. Damit man einen Unterschied sieht. Hier seht ihr schon, hier das Weiße, bisschen dicker, das sind die von Mugniku. Und die anderen sind Feistel, aber mit Red Lantern Logo sogar. Dann haben wir die alten Black Cat. Dann haben wir hier Tannwald. Cover einmal mit Aufdruck Chinese Firecrackers und einmal ohne. Jeweils mit Tigerhead Logo. Dann haben wir hier, das sind übrigens A-Böller, ab hier, ab den Tigerheads. Dann haben wir Bo Peep mit Red Lantern Logo. Weco, China Böller A, altes Warnzeichen links oben, Übergangslogo links unten. Dann haben wir Kevins Gary Böller. Dann haben wir hier Bo Peep, China Böller B mit Horse Brand Label. Ich guck mal, ob ich da. Oh, das sieht man so einigermaßen. Dann haben wir hier Bo Peep ohne spezielles Label. Gerade Bo Peep Mok Nico. So, hier haben wir China Böller B Münchhausen von FKW Keller. Schon ein bisschen älter. China Böller B Weco. Altes Warnzeichen. Links oben sowie links unten. Komet China Böller B mit Pagode-Label beziehungsweise noch mit dem noch älteren gelben Komet-Logo. Dann eine Packung China Böller B Jaguar Banger.
leider schon unten ein bisschen offen. Dann haben wir hier links, rechts, Entschuldigung, Dragonbanger, das sind aber C-Böller. Und zwar mit rotem Feistel-Logo sogar. So. Dann haben wir hier die Öko-Böller von Keller, China-Böller D. Ist zwar eine Rarität in dem Sinn, weil es sie nicht mehr gibt, aber vom Knall her, naja, können wir vergessen. Und dann haben wir hier FKW Keller Münchhausen, China Böller D, Leo Charge, dann China Böller D von Komet Pagode Label, Hersteller NN, Kevins China Böller D, der Nachfolger Nico Thunder, China Böller D und hier Bo Peep China Böller D mit eigenem Bo Peep Brand nochmal hier. Wir sind aber schon ein bisschen neuer.